Es wird ein richtiger Fernsehabend wie damals. Morgen um 20.15 Uhr in ORF 1 versammeln sich viele Prominente auf einer gemütlichen Couch. Mit dabei internationale Stargäste und spannende Wetten. Sie wissen, worum es geht, oder? Zum 40. Jubiläum der großen Familienshow gibt es morgen eine Spezialsendung live aus Nürnberg um 20.15 Uhr hier in ORF 1. Mit dabei sind ABBA, die heute ein neues Album herausbringen, Helene Fischer, das erste Mal mit Babybauch zu sehen und natürlich auch jede Menge Wetten. Und eine Wette, die kommt aus Österreich und die Wettkandidaten, die begrüße ich jetzt via Skype. Die sind schon in Nürnberg. Schönen guten Morgen, Philipp, Susanne, Julia, Matthias und Moritz. Hi, guten Morgen. Morgen. Schönen guten Morgen. Wie seid ihr denn dazugekommen, überhaupt bei Wetten, das eine Wette einzureichen? Ja, also Wetten, das, also wie Feuerwehrmänner, ich meine, das ist glaube ich schon bekannt, haben eben sich ein Wetter einfallen lassen und haben dann eben Gegner gebraucht und sind so quasi zu uns dann gekommen und haben uns quasi herausgefordert. Mhm. Ihr seid alle Sportler, so viel darf ich verraten, worum es in der Wette genau geht, das ist ja streng geheim, aber könnt ihr uns ein bisschen was verraten? Sportlich wird es auf jeden Fall. Also ja, wir werden eine Staffel laufen, also zwei Männer, zwei Frauen von uns. Und das Feuerwehrteam, das darf man nicht verraten, die werden aber nicht laufen, hat uns dann herausgefordert, dass sie eine schnellere Zeit schaffen als wir. Okay. Ihr seid schon in Nürnberg, habt die Show auch geprobt schon gestern. Erzählt einmal, wie waren die Eindrücke? Gestern sind wir halt eben nur ans Set gegangen, haben ein bisschen einmal die Atmosphäre angeschaut, eben wie es dort ist. Und erst heute finden die ersten Proben statt. Okay. Den Thomas Gottschalk schon getroffen? Noch nicht. Noch nicht. Aber aufgeregt davor ein bisschen wahrscheinlich, oder? ABBA sind auch mit dabei. Helene Fischer, holt man sich dann ein Autogramm von denen? Naja, vielleicht ein Selfie, wenn das geht. aber ja, wir sind einfach generell schon gespannt, wen wir alles überhaupt treffen. Wir sind ja bei der Außenwette und hoffen natürlich, dass wir da rein in die Halle werfen. Zur Aftershow-Party vielleicht. Jetzt seid ihr alle noch recht jung. Habt ihr diese Sendung in eurer Kindheit überhaupt gesehen oder war da mehr schon YouTube und Instagram am Programm? Also ich muss sagen, ich war schon immer ein ganz großer Wetten-Das-Fan und habe das mit meiner Familie und meinen Großeltern angeschaut. Und es war jedes Mal wirklich ein tolles Erlebnis. Das heißt, ihr kennt Wetten-Das auch von eurer Kindheit. Und eine von euch, glaube ich, ist ja extra auch aus Amerika angereist. Wer ist das und warum? Ja, genau, das bin ich. Also ich studiere derzeit in Amerika und bin dann kontaktiert worden, dass eben die Wette zustande kommt und ob ich da Interesse habe, dass ich da auflaufe. Und ja, wie ich schon erzählt habe, für mich hat Wetten, das immer schon eine große Bedeutung gehabt, weil es da einfach ein Zeitpunkt war, wo die ganze Familie zusammengekommen ist. Und dann haben wir gedacht, ja, da würde ich sehr gern Teil davon sein. Mhm. Da werden morgen Abend um 20.15 Uhr nicht nur in ORF 1, sondern natürlich auch im deutschen und im schweizerischen Fernsehen Millionen Leute zuschauen. Wie geht es euch denn damit? Ja, es ist schon ein gewisser Druck. Also man muss sagen, es schauen wahrscheinlich mehr Leute zu, wie je bei der Leichtathletik generell zugeschaut haben. Und es ist schon mal ganz was anderes, von so vielen beobachtet zu werden. Und die Omas und Opas und Eltern sind natürlich auch mit dabei. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie der Tag morgen ablaufen wird? Die Show ist ja live um 20.15 Uhr. Was steht morgen so am Programm für euch? Ja, eben nur ein paar Proben und die Generalprobe und einfach halt vorbereiten auf den Wettkampf. Also auf den Wettkampf, auf die Sendung dann. Ja. Sagt ihr uns, was macht ihr im echten Leben, wenn ihr nicht gerade Wettkandidaten seid? Ja, also ich bin Leistungssportlerin, also ich mache wirklich das in meinem echten Leben auch. Ich studiere und mache eben nebenbei nur Leichtathletik. Ich bin Paarleistungssportler, genau wie das ist. Ich gehe nur zur Schule und eben daneben auch nur Zehnkampf. Ich bin auch Studentin und mache Leichtathletik einfach gern in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Eine sportliche Gruppe sozusagen. Habt ihr die anderen Kandidaten eigentlich schon ein bisschen kennengelernt, die anderen Wettkandidaten? Wer sind die und was machen die, was ihr uns da verraten dürft so ein bisschen? Also wir haben bis jetzt wirklich noch keinen getroffen, außer ein Teil vom Feuerwehrteam haben wir von der Weiten gesehen.
Aber zu Gesprächen ist da jetzt auch noch nicht gekommen. Also ich glaube, dass wir vielleicht im Laufe des heutigen Tages den einen oder anderen kennenlernen werden. Super. Und auf wen freut ihr euch am meisten? Es sind ja viele Promis mit dabei heute. Ja, ich muss sagen, persönlich freue ich mich schon sehr auf Joko und Klaas, weil ihn echt zu treffen. Und was ich sagen, ist meine größte Freude. Und von den anderen, Helene Fischer, niemand? Doch, also natürlich freut man sich auch über Helene Fischer, ist eine super Sängerin. Und ich glaube einfach generell über jeden, der da irgendwie mitwirkt, weil man die Leute normalerweise in den Fernseher sieht und es ist dann schon was Besonderes, wenn man dann vielleicht das eine oder andere Gespräch mit ihnen haben kann. Super, dann drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen, dass es klappt, dass ihr hoffentlich Wettköniginnen und Könige werdet heute Abend, morgen Abend bei Wetten, dass. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Doch liebe Grüße nach Nürnberg. Danke. Danke. Danke euch. Ja.